Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Das Bild ist nun auch endlich da und es geht direkt weiter nach diesem Cut. Ich muss nochmal schneller reinmachen, keine Ahnung warum der jetzt raus ist. Ich habe einen kleinen Cut gesetzt, weil ich kurz was abklären musste und das hat so relativ von der Zeit so gepasst, dass ich jetzt hier direkt den Folgen-Cut gemacht habe. Aber jetzt geht es direkt weiter. Wir waren stehen geblieben hier bei dem Schiff. Und werden hier jetzt auch weitermachen. Ich habe hier einen kleinen Plan. Und ob dieser Plan Realität wird, werden wir gleich mal sehen. Kurz mal das Holz einsammeln. Ach, da ist auch noch ein bisschen mehr Holz. Also da haben wir jetzt auch wohl aufgehört. Ist jetzt eine halbe Stunde für mich jetzt her. Ich muss nämlich eben auch kurz nochmal Minecraft nochmal starten, weil ich Minecraft zwischenzeitlich jetzt aus hat. Ey, du Penner! Haut er mich da einfach runter? Wo gibt's denn sowas? Besser als ein Creeper, aber trotzdem. Kommt er einfach hier nichts an dran? Gut, ich habe ihn vorher gehört. Kurz vorher. Weil ich habe nicht realisiert, dass er gleich neben mir ist. Naja. Ah, jetzt hier und da baue ich dann doch nochmal gerne einen Stamm ab. Das finde ich eher nicht so schön. Es ist auch relativ schwierig hier zu bauen. Muss ich dazu auch noch sagen. Sehr, sehr schwierig hier zu bauen. Wenn man halt hier über Wasser ist. Normalerweise habe ich ja halt die Werft so entworfen, dass man halt hier nicht so über dem Wasser ist. Aber ja, das Schiff, was wir bauen, ist halt um einiges zu groß. Unmöglich, um ehrlich zu sein. Aber so wie ich das jetzt von hier aus mal sehen kann, sieht es bisher nicht schlecht aus. Fällt mir sogar. So an sich. Dann weiter geht es. Kurz Jetpack an, dass wir hier schnell aus dem Wasser rauskommen. Und dann geht es jetzt direkt weiter. So, mein Hilfsholz. Guck mal, jetzt habe ich auch noch ein paar hier, aber nicht mehr ganz so viel. So, für diese Reihe, das ist relativ einfach. Das kann man auch gut erkennen, wie es da dann weitergeht. Daher will ich da jetzt einfach so weitermachen. Und zwar mein ursprünglicher Plan, was ich vorhin noch so gedacht habe, ist, dass man hier jetzt nur noch hochzieht. Die vier Blöcke und ich falle jetzt hier runter, nicht euer Ernst. Dass man das jetzt hier einfach hochzieht. Allerdings finde ich das eher weniger schön. Um ehrlich zu sein. So, hier habe ich nur zwei Blöcke nach vorne. Ich würde gerne wieder drei Blöcke machen. So wie bei den anderen auch. Jetzt ist es. Ah, oh, jetzt ist es dunkel. Jetpack, Jetpack, da. Okay, nehmen wir uns mal ganz kurz schlafen. Hier in die dünne Ecke hier. Dann ist es wieder Tag und dann können wir besser was sehen. Wunderbar. Gut, haben wir jetzt das Holz hier aufgesammelt? Natürlich nicht. Gut. Auf ein neues. Allerdings brauche ich gleich nochmal etwas Truppenholz. Alter, sind nur Penner hier unterwegs. Hat mir jetzt sogar Hunger gegeben. Sechs Kerl. Sorry für die Beleidigung in diesem Part. Es ist ja nicht normal hier, was hier abgeht. Ja, lass mein Holz hier in Ruhe. Greif mich sofort an, wenn ich hier runtergehe. Ist jetzt nicht so schön. Gut, weiter geht es. Hier drei Blöcke. Jetzt hier auch nochmal drei Blöcke lang. Allerdings fehlt mir jetzt das Holz wieder. Bedeutet, wir gehen kurz nach oben und holen uns neues Holz. Aber ganz ehrlich, das Schiff ist viel größer geworden, als ich anfangs vermutet habe. Oder als ich generell geplant hatte. Gut, das Schiff hätte ich hier auch ein paar Blöcke noch weiter nach hinten anfangen können. Konnte ich anfangs nicht wissen. Lieber da ein paar Angstmeter lassen. Aber generell ist es viel größer geworden als gedacht. Aber ich wollte ein großes Schiff und wir kriegen ein großes Schiff. Wenn es fertig ist, irgendwann, bin ich mir sicher, das wird richtig gut im Hafen aussehen. Wenn wir da überhaupt durchkommen. Das weiß ich auch noch nicht. Ob wir überhaupt da schon zum Hafen hinkommen können oder ob wir erstmal das generell alles anpassen müssen, die ganzen Strecken. Das kann nämlich durchaus möglich sein.
What the fuck? Habe ich kein Essen mehr? Wann habe ich denn das drauf gegessen? Allerdings ist das Zuckerrohr noch nicht so weit. Das heißt, ich wollte gerade Warp eingeben, slash Warp, keine Ahnung was. Wir gehen mal kurz so zum Lager und holen uns nochmal übergangsweise was zum Essen. Wir haben ja hier ein Glück, immer notfalls was auch für Lager. Solche die ganzen Karotten nehme ich hier nochmal ein Stack mit. Dann habe ich was im Magen. Weil es halt ein bisschen nervig, wenn man hier so herumrennt und so merkt, ja, irgendwie kann man nicht sprinten. Ja, die Tomaten sind schon ein bisschen nervig. Ich freue mich immer noch auf die Donuts, die wir dann hoffentlich auch bald machen werden. Ich hoffe mal, ich weiß dann auch, was ich für Donuts machen wollte, weil das wird dann natürlich nach meinem Praktikum sein. Aber ich bin schon, ehrlich gesagt, aufgeregt. Ich bin ja auch generell dann nicht zu Hause. Ich übernachte ja auch nicht zu Hause in der Woche. Lang. Das ist das letzte Mal, als das wirklich so war, dass ich halt woanders gepennt habe und dann wirklich eine Woche, das war zu meiner Klassenfahrt und selbst da war ich aufgeregt und wie ich aufgeregt war. Ja, aber die Aufregung, die vergeht dann natürlich und ich freue mich tierisch drauf. Jetzt sind die Tage, habe ich damit verbracht, noch meine Wohnung ein bisschen in Schuss zu bringen, in Form von Aufräumen halt. Da ich jetzt zum Ende des Schuljahres das ein bisschen vernachlässigt habe, gerade in der Zeit, wo die ganzen Klassenarbeiten geschrieben wurden und so weiter und so fort. Da habe ich so manches Abwaschen, habe ich halt noch vernachlässigt. Zum Beispiel, ich hatte manche Teller stehen, die halt jetzt schon länger eigentlich abgewaschen werden müssten. So kleine Teller halt, so eine Kaffeeteller oder so. Die ich halt nicht alle Tage brauche. Natürlich Teller, die ich wirklich dann brauche und Besteck und so. Das war immer, das habe ich natürlich regelmäßig dann abgewaschen, weil ich das halt ja auch wieder brauche. Aber sowas Kleines, was man nicht alle Tage braucht, das stand bei mir in der Küche herum. Und es wurde immer mehr. Und es war wirklich dann so viel, dass wirklich eine komplette Ablage da voll war. Ich hatte da eher weniger Platz jetzt nur noch. Aber der Platz ist jetzt wieder da. Es ist abgewaschen. Da um den ganzen Abwasch habe ich mich heute gekümmert. Ich habe hier schon die Küche sauber gemacht, Bad sauber gemacht. Und das um den anderen Bereich hier, mein PC-Bereich, so wie sie das Wohnzimmer, wie man es so nennen mag. Darum kümmere ich mich morgen noch. Und auch um die Vorbereitungen für meine Reise dann. Darum werde ich mich auch morgen kümmern. Und ja, am Freitag, ich weiß noch nicht, wann ich Freitag dann generell aufstehe, aber ich denke mal, es wird so sein, dass ich so, ja, späten Morgen sozusagen aufstehe, so gegen 10 oder 11. Mittags werde ich dann halt Mittag essen und dann werde ich nach dem Mittag dann direkt losfahren. Da will ich nicht mehr lange zacken hier. Und direkt dann wirklich losmachen. Bedeutet, morgen muss so gesehen alles fertig sein. Ich hoffe mal, ich krieg das hin. Weil ich muss ja da auch pünktlich sein. Gut, ich könnte theoretisch, könnte ich am Freitag auch erst gegen Nachmittag los. Ich muss um 18 Uhr da sein. Bei meinem Ort da. Und ich fahre 3 Stunden. Bedeutet, es reicht eigentlich aus, wenn ich so 15 Uhr los war, weil ich fahre nicht ganz 3 Stunden, so 2 3/4. Aber dennoch, man muss halt Stau mit einberechnen. Ich weiß noch, letztes Mal, da bin ich, als ich da meine Schulung hatte, da muss ich auch 18 Uhr da sein. Da bin ich so gegen 14.30 Uhr losgefahren und war pünktlich da, sehr, sehr pünktlich sogar. Allerdings will ich dieses Mal wirklich überpünktlich da sein, weil ich auch noch vielleicht mich mit anderen so besprechen möchte. Bin ja da nicht alleine. Da ist es vielleicht dann doch mal gut, vielleicht doch mal ein paar Stunden eher da zu sein. Man sich halt auch schon mal so ein bisschen einfinden. Dies, das, bliblub. Und gucken wir uns mit.
Und was soll ich, also ich habe das auch, wie gesagt, an dem Tag an meiner Schulung da gemerkt, diesen Freitag, da bin ich 14.30 Uhr, wie gesagt, losgefahren. Und ich habe es gemerkt. War schon an dem Tag sehr, sehr früh zu Hause, weil sehr viele Stunden bei mir ausgefallen sind. Das war ja zur Schulzeit. Und da habe ich richtig gemerkt, die letzten Stunden, ich habe nichts mehr so wirklich Produktives getan, weil ich aufgeregt war, weil ich alles fertig hatte. Ich habe einfach nur noch stundenlang darauf gewartet, dass ich losfahre. Und das will ich dieses Mal auch so ein bisschen vermeiden. Weil da verging die Zeit gar nicht. Kein bisschen. Das ist ein sehr, sehr kleiner Baum. Danke für das wenige Holz. Ah, nicht mal ein dreiviertel Stack. Ja, moin. Und wie gesagt, das will ich so ein bisschen vermeiden dieses Mal. Dass ich da wirklich stundenlang hier umsitze. Ich weiß noch, ich habe da mal YouTube, mal das, mal das. Mal habe ich Minecraft angemacht, aber dann auch ganz schnell wieder ausgemacht. YouTube angemacht, ganz schnell auch wieder ausgemacht, weil die Aufregung halt da war. Ja, schon ein bisschen crazy, aber so bin ich halt. Wenn irgendwie was Großes ansteht, bin ich wirklich... Kann ich schon sehr doll aufgeregt sein. Aber ist nicht nur, wenn ich so verreise sozusagen, das ist auch, wenn irgendwie was anderes Großes ansteht. Wie damals bei meiner Abschlussfeier zum Beispiel. Oder generell Abschluss. Oder Jugendweihe. Puh, war ich da aufgeregt. Geburtstag ja weniger. Das kennt man ja. Also was halt wirklich speziell ist. Ja. Aber ich freue mich auch wieder, wenn ich wieder zu Hause bin. Weil dann habe ich nicht mehr so wirklich den Druck, ja, bald bin ich hier weg. Dann kann ich wirklich noch 4 Wochen lang meine Ferien genießen. Und wirklich hier und da was machen. Darauf freue ich mich halt auch schon. Und dann habe ich auch mein Praktikum fertig. Das Geile ist, bei meinem Praktikum ist ja auch, dass ich da auch eine Bezahlung sozusagen bekomme. Was bei einem Praktikum nicht selbstverständlich ist. Bei den meisten Praktiken kriegt man ja, glaube ich, keine Bezahlung. Bei dem, das ist so ein Tagessatz, kriege ich da. Und ich bin da eine Woche. Und am letzten Tag kann man noch eine freiwillige Arbeit machen. Um nochmal einen Tagessatz zu bekommen, da habe ich mir überlegt, das werde ich auf jeden Fall auch machen. Und dann lohnt sich das sozusagen auch. Fahrtgeld kriege ich bezahlt, ist auch nochmal geil. Das bezahlt wirklich zu bekommen. Jo. So, wir sind fast oben angelangt. Vielleicht seht ihr schon, worauf sich das hinausläuft. Hier noch 3 Blöcke hoch, dann wird es hier 2 Blöcke hoch, dann 1 Block hoch. Und so weiter geht es dann voran. Hier natürlich dann auch nochmal. Und dann sind wir bald in der Spitze fertig. Also noch in der Aufnahme, in dieser Aufnahmesession. Und dann kann der Boden rein. Und dann können wir das Schiff rausfahren. Weil ich denke, die Inneneinrichtung werden wir als letztes machen. So, wirklich. Was dann nach dem Boden wirklich rankommt, ist der Mast. Und dafür muss das Schiff draußen sein. Ja, aber nochmal zurückzukommen zum Thema Praktikum, Aufregung. Ich war da zur Schulung auch schon aufgeregt. Vielleicht seid ihr solche Leute, die auch bei sowas sehr, sehr häufig aufgeregt sind. Vielleicht kennt ihr das. Oder vielleicht sagt ihr euch auch, ach, Aufregung, das kenne ich gar nicht. Egal was ist, ich bin immer so gelassen. Das Lustige ist, wenn irgendwie in der Schule Klassenarbeiten oder so Prüfungen anstehen, bin ich der ruhigste Mensch. War ich noch damals in der 10. Klasse, als ich meinen erweiterten Realschulabschluss gemacht habe. Meine Klassenkameraden
So voller Aufregung und so. Dennis, bist du aufgeregt? Sag ich, nö. Oder bei Klassenarbeiten oder so kenne ich auch Leute, die dann da immer jedes Mal aufgeregt sind. Das kenne ich wiederum nicht. Weil ich denke mir so, ja, ist ein Test, nur ein bisschen umfangreicher. Habe ich zur mündlichen Prüfung zu Klassenkameraden gesagt. Wir waren ja da in einer Physikkonsultation, in einer Gruppe sozusagen. Und meine Klassenkameraden im WhatsApp-Chat so, ah, wie wird das morgen laufen, weil dann am nächsten Tag halt die mündliche Prüfung war. Waren komplett aufgeregt, das hat man an den am WhatsApp-Verlauf wirklich gesehen. Und ich habe dann so geschrieben, warum seid ihr so aufgeregt? Ist doch, ihr müsst das so sehen. Ist nur ein Test. Nur ein bisschen umfangreicher. Und mündlich. Dann haben sie mich erstmal als verrückt abgestempelt. Gut, dass ich verrückt bin, streite ich nicht. Man könnte auch zu dieser Vater zum Praktikum sagen, ja, ist wie ein Schultag oder ist wie eine Fahrt zur Arbeit. Nur ein bisschen länger oder ein bisschen umfangreicher, könnte ich auch sagen. Ja, ist nochmal ein anderes Kaliber. Okay. Gut, wir haben jetzt wieder ein bisschen Holz. Ein paar Setzlinge haben wir uns auch geholt. Wunderbar. Jetzt geht's direkt weiter. Hier drüben.